Aber dieser vierjährige 1,71 groß, der im Jahr Münsterhandorf gekürt, 30-Tage-Test hat er absolviert, Mitte November beendet, auch hier mit Traumnoten. Ich habe ihn selber oft gesehen, die Richtigkeit bei diesem De Niro-Sohn wurde mit 10 benotet und das ist absolut nachzuvollziehen. Die Bewertung der Galopparbeit mit 9,5, die Gesamtpunktzahl dann mit 124 im Zuchtwert in der Dressur. De Niro in aller Runde, einer der sichersten Grand Prix-Pferde vererber der Neuzeit. Ich glaube, kein anderer hat mittlerweile so viele Pferde im Grand Prix-Sport unterwegs. Er selber ja hoch erfolgreich, hat nicht nur das Hamburger Derby gewonnen, sondern immer wieder mit großartigen Dressurpferden im Spitzensport aufwarten können. Und sicherlich der Donnerhallsohn zur Zeit. Ein hochinteressantes Pedigree hier über den Landgraf und Typvererber Landadel. Dann geht es weiter mit viel Blut, Vollkommen, einer der ganz Großen in der Oldenburger Zucht und noch einmal direkter Vollblutanschluss über Makuba, ein weiterer hocherfolgreicher Vollblüter hier in diesem Stamm, aus dem ja auch schon Top-Hengste hervorgegangen sind, Fürst Junior und auch The War aus dieser direkten Stubenfamilie. Desiderius, der Station Ligges, auch hier kommen die ersten Fohlen dieses Blutaufbau hochinteressanten und hochwertigen Sohn des De Niro. Ja, vielen Dank, Monika. Top-Interieur, Top-Wertigkeit, mit 10 benotet der De Niro-Sohn, die sie hier in der Station Ligges in Hamburg.